Ode an den langen Larry. In einer eisekalten Winternacht zeigt Larry seine Würmerpracht. Als ich dich sah, das erste Mal, mein Herz tat einen großen Sprung. Du warst so stattlich, lang und hart, deine Körperteile so schön und rund. Es war dunkel und Isaac bang, diese Kreatur ist einige Meter lang. Larry, du kannst werden so lang, dagegen kommt der kleine Hollow nicht an. Als ich dich das erste Mal erblickte, wusste ich, dass ich dich in den Himmel schicke. Ich stelle dich auf und schmücke dich bunt, doch um Kugeln und Lichter zu sparen, nahm ich Blumen und Dung. Auch Isaac hatte ein Geschenk für den langen Larry von seinem Stiefbruder, auch bekannt als Barry. Du kannst in Wahrheit nichts dafür, dass du da wartest hinter der Bossraumtür. Du spielst uns vor, wir wären gut, dabei bist du nur Satans Brut. Nun musst du Isaac killen, und zwar gegen deinen Willen. Isaac zu töten würde dir gefallen, aber sag mir Larry, wie oft bist du denn schon gefallen? Noch nicht mal deine Ehe hat gehalten, genauso wie nach wenigen Sekunden dein Lebensbalken. Du gehörst zu denen, die ich nicht gerade feier, und zugegeben, deine Stuhlinkontinenz geht mir schon ein wenig auf die Eier. Aber falls ich dich mal töte, dann kommt mir die Röte. Wie soll ich es zu Papier bringen? Deine Zähne sind wie Rasierklingen. Du dachtest, du könntest mich besiegen. Du wolltest mich fassen, fressen und kriegen. Larry, warum existierst du? Denn nach zwei Schlägen liegst du. Du hast einen hohen Drang zu koten. Zum Glück nur die braunen, nicht die roten. Du bist auch schnell und wendig, doch verreckst genauso elendig. Ich muss es zwar nicht erwähnen, aber dein Geschenk, wie immer, Isaacs Tränen. Und wenn deine Segmente über den Boden schlittern, fangen meine Augen an zu funkeln und glittern. So lag ich nun im Bett mit schlechtem Gewissen, doch sah ich dann die Stelle, wo du mich hast gebissen. Und Isaac trifft im Bossraum niemanden an, weil niemand den langen Larry ersetzen kann. Einem langen Larry kann niemand widerstehen, hoffentlich wird man dich bald wiedersehen. Warum wir dem wurmartigen Wesen huldigen zur Weihnachtszeit? Weil er zeigt, dass man sich abtrennen kann von seiner Göttlichkeit. Ich hoffe nun, du frisst mich nicht. Langer Larry, ich liebe dich. Ich widme dir dieses Gedicht, leider hat es keinen Reim. Larry, komm heim. War dieses Gedicht nicht wunderschön? Um darauf zu kommen, habe ich übrigens von allen Gedichten, die mir geschrieben wurden, mal einen kleinen Reim verwendet und das Ganze zusammengeschrieben. Also ist es quasi ein Gedicht von euch, für euch. Ein weihnachtliches Weihnachtsgedicht über den langen Larry. Ist es nicht wunderschön? Doch, das ist es. Und das wisst ihr auch. An dieser Stelle will ich mich auch mal bei euch für ein wundervolles Jahr 2014 bedanken. Ja, ich weiß, das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber es sind noch 7 Tage. Ich bitte dich, sei jetzt mal nicht so pingelig hier. Für meine beiden Kanäle war das Jahr 2014 das mit Abstand erfolgreichste und auch zweite Jahr bisher. Wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall einiges geschafft und vor allem von der Größe her, wow, ist das Ganze ein bisschen explodiert. Ihr müsst wissen, im Jahr 2014 habe ich mir am Ende so, Moment, 2013, da habe ich mir am Ende den Vorsatz gefasst, dass ich im Jahr 2014 die 100.000 Abonnenten knacken will. Und jetzt, am Ende vom Jahr 2014, wenn man alles zusammenrechnet, sind wir bei guten 230.000, glaube ich. Oh, das ist wirklich eine ganze Menge. Deswegen auch vielen Dank und freut mich wirklich ganz ungemein, dass meine Videos so viel Anklang finden. Sowohl auf diesem Kanal als auch auf meinem Hauptkanal, wobei ich das inzwischen ungern noch sagen werde, wie auch immer, weil fühlt sich für mich jetzt nicht wie ein Zweitkanal an hier, MOP. Ich meine, hier ist die Community, hier sind ein paar Leute, die ich noch kenne und bei MOG eher nicht. Aber ja, 2014 war ziemlich erfolgreich für mich und 2015 wird natürlich noch besser. Nicht unbedingt erfolgreicher, weil, nee, an den kleinen Hype, den ich da kurze Zeit hatte, komme ich nicht mehr ran. Als Verdoppelung so ein Scheiß wird nicht drin sein, aber ist auch egal, darum geht's ja auch gar nicht.
seht ihr darum, dass die Videos ein bisschen besser werden. Und das ist, denke ich, definitiv passiert, weil wenn ihr euch mal das Zeug anschaut, das ich Anfang 2013 hochgeladen habe und dann aktuell, dann darf ich voller Stolz behaupten, dass das doch ein Stück weit besser geworden ist. Das hoffe ich zumindest. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Vielen Dank an euch alle. Frohe Weihnachten. Gutes neues Jahr und danke, dass ihr da seid. Oder so. Es passt nicht zu mir. Kam auch nicht aus tiefstem Herzen. Ja. Danke. Ciao.